Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute soll es mal wieder um ein paar Angelsäckchen gehen. Wir wollen nämlich wieder insgesamt 10 öffnen und wenn ich ein bisschen Glück habe, dann kriege ich hier mit meinem Hexenmeister das eine Stoff-Item, was ich da noch draus brauche. Und ja, ich würde sagen, wir steigen mal ein. Im ersten Teil habe ich übrigens schon erklärt, wo man die herkriegt. Es gibt verschiedene Angel-Dailies, wo man die einmal kriegen kann. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Erstes Säckchen ist leider eine Nullnummer. Zweites Säckchen auch. Ach, hier gibt es auch so ein paar Köder raus, wie ihr seht. Ah ja, und die Dings kriegt man auch, ne? Diese, wie heißt, Urgeist. Damit kann man sich dann Materialien kaufen, die mittlerweile, glaube ich, so gut wie gar nichts mehr wert sind. Aber gut. Oh, und hier ist auch ein Pet drin. Ich frage mich, ob das was wert ist. Wobei, da habe ich noch eins rumliegen. Ich vermute mal... Ach nee, das habe ich auf dem zweiten Account. Die Pets, aber ich kann es auf dem zweiten Account mal kurz nachgucken. Wenn ich das nämlich in den Käfig setze, dann sehe ich immer ganz schön, was das wert ist. Okay, ich habe es mit dem zweiten Account mal in den Käfig gepackt und das Ding ist ganze 27 Gold wert. Also heißt, das können wir die Hasen geben, das Pet. Aber ich will lieber meinen Kopf haben, ne? Um das geht es ja jetzt hier. Oh, eine Quest. Interesting. Ah, ich habe die Anforderungen für die Quest nicht. Gut, 3 Kisten haben wir noch. Komm, letzte Kiste. Oh boy. Ja, ich habe das befürchtet, das wird hier eine längere Angelegenheit. Das haben wir insgesamt schon 20 geöffnet. 1% Dropchance hat Pi mal Daumen. Ich vermute, da darf ich wohl noch ein paar mehr Kisten farmen, so wie es ausguckt. Diese Köder könnte ich eventuell... Naja, die wird wahrscheinlich auch keiner kaufen. Aber hier Würgetang, den kriege ich vielleicht im Auktionshaus verkauft. Wollen wir mal gucken. Aber sonst ist das ganze Zeug eher ziemlich viel Ramsch, ne? Also da wird man leider kein Gold mitmachen können. Na, das kann eigentlich weg. Ja, diese Dinger, die kauft keiner, das kannst du knicken. Gut, dann war's mit dem kleinen Opening-Video. Sobald ich wieder ein paar Kisten zusammengefahren habe, sehen wir uns gerne wieder. Und ja, bis dahin verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.